Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix Chapter 2.8 Dream Drop Distance auf der PlayStation 5. Was für ein langer Titel, unvorstellbar. Ja, hallihallo zusammen. Heute geht's los. Heute starten wir mit den ganzen Welten. Und wir sind ja gleich in der Startwelt und dann werden wir gleich einmal schauen. Und ich werde euch die ganzen Gegenden ein bisschen zeigen. Ja. Hier eigentlich einmal nichts Neues. Ja. Also das kennt man ja wirklich schon aus den ganzen Kingdom Hearts Teilen, ja, Traverse Town. Ich habe ja schon das meiste erklärt, wie man kämpft, ja, was der freie Fall ist, wie hier zum Beispiel, ja. Den kann man sich zunutze machen, um die Gegner dann einfach und leichter zu besiegen. Da hinten sehen wir diese ganzen Portale, habe ich auch schon erklärt, was es für welche gibt. Also das ist hier ein Freundschaftsportal, dann gibt es normale Kampfportale, wo man einfach kämpfen kann und ein paar Items absahnen kann. Wichtig dann die Spezialportale, was in Verbindung auch stehen mit der Vorschau, wie ich es auch schon alles erklärt habe, wo man dann eben zu speziellen Fantasien auch dann kommt, die man eben dann nur über diese bekommt, kriegt und so weiter und so fort. Und dann eben auch noch die geheimen Portale, aber die gibt es erst nach Beenden des ersten Durchlaufs, wo man dann die ganzen Bosse dann noch einmal besiegen kann. Jo, also hier, hallo, Traverse Mitte, brauche ich nichts dazu sagen. Dann gehen wir da mal rüber. Hier, wie gesagt, auch diese Mogel-Shops sind in jeder Welt, wo man auch dann das ganze Zeugs kaufen kann. Unter anderem auch dann die ganzen Rezepte, wenn sie nach und nach freigeschaltet werden, kann man auch hier dann kaufen. Würde ich auch immer gleich machen, denn dann kann man sich auch gleich wieder neue Albträume dann als Hilfen dann holen. Und wie gesagt, eben auch diese ganzen Materialien für die Geister halt, wenn man dann auch welche kreieren will, fusionieren will und so weiter und so fort. Ich habe jetzt natürlich schon mehr Möglichkeiten hier. Viele Sachen kann ich schon freischalten, aber eben nicht alle. Denn manche, die gibt es eben nur über Spezialportale, wie ich es schon erwähnt habe. Und manche müsst ihr einfach bei der Fusion dann alle Möglichkeiten durchprobieren, alle Kombinationsmöglichkeiten. Vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Geist dann so einfacher dann kreieren, als wenn sie erst wartet auf das Rezept, das dann im Spiel irgendwann erst einmal bekommt. Und das noch ganz unten, ich gehe jetzt von der Unterseite gleich, diese Farbpistole und der Ballon, Bonbonbrille und Wasserfass, das sind für die Minispiele, ja, wo es dann, habe ich eh gezeigt, wo es dann diese ganzen Minispiele da spielen könnt mit euren Geistern, dass dann die Linkpunkte und Erfahrung und so weiter nach oben gepusht wird. Genau. Und auch diese Schildkeks und so, das könnt ihr dann zum Verfüttern geben, den ganzen Viechern, das auch wieder die nach oben pusht und so weiter. Aber die gibt es im Spiel auch und so vom Besiegen von Gegnern. Also da hat man eh so und so genug. Ja, also Realitätswandel hier in Stadt Traverse. Wie gesagt, mit Kreis und Dreieck aktiviert man das und dann einfach auf die Gegner dann zielen, wo wer steht, bam, und alle sind tot, ja. Da kann man sich das wirklich zunutze machen, vor allem bei stärkeren Bossen kann man sich da wirklich helfen. Ja, so wie gesagt, von den, hier heroben ist normal auch immer ein, also nicht immer, ein Spezialportal, aber jetzt ist es hier nicht. Ich glaube, das ist Spezialportal 4, 5 oder 6, glaube ich. Aber wie gesagt, hier ist es gerade nicht. Es ist nur ein einziges pro Welt immer, ja. Aber das hier ist, glaube ich, Nummer 4 und das bleibt auch immer Nummer 4. Das ist dann nur zur Übersicht, wenn man wirklich schauen will, dann im Menü, was einem noch fehlt, welches man noch nicht hat. Denn dasselbe ist ja dann auch für Rico, ja, ne. Zu finden. Genau, dann gehen wir da jetzt runter, dann kommen wir jetzt in Traverse Ost. Und jetzt sind wir diese Runde gegangen, die wir eh sowieso kennen. Sind wir schon 100.000 Mal gegangen. Da drüben geht es eben nicht weiter. Da war in den ersten Teil der Weg zu Merlins Haus, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ist hier abgesperrt. Und was dafür neu ist und was ich euch gesagt habe, Traverse Town ist viel größer, als wir es bis jetzt kennen oder gekannt haben.
Also es werden uns extrem neue Wege geebnet. Und die zeige ich euch jetzt. Ja, machen wir es hier mit. Moment, ja, jetzt hat man wieder benebelt. Mit freiem Fall. Bam, genau. So, und zwar hier. Nämlich in der Story hat sich hier unser Briefkasten, also unsere Briefbox, verschoben. Und es ist ein Weg in die Kanalisation geebnet worden. Und da gehen wir jetzt gleich einmal runter. Und hier kommen wir in neue Bereiche von Traverse Town. Unvorstellbar. Und wir sind hier im Postamt. Das glaubt ihr da nicht, ja? Wir sind hier im Postamt angelangt. Moment, ich muss kurz ein bisschen leiser gehen, glaube ich gleich, wenn der Kampf hier vorbei ist. So, Moment. Das ist so laut hier. Im Kampf ist es immer so laut mit der Musik, mit dem Ton. So, besser, besser so. Sollte dann im Kampf auch besser sein. Und jetzt schaut's, ein Augenöffner. Schaut's, was da los ist. Wo sind wir denn da? In einer riesigen, ja, ja, in einem riesigen Postamt, ja. Und, ja, da gibt's halt auch viele Bereiche, wo Kisten sind, da drüben zum Beispiel, ja. Und man kann auf diesen Schienen, kann man dann ja so mehr oder weniger diven, ich sag mal diving, und das probieren wir gleich einmal, gehen wir da mal rauf, naja, sollte halt, hallo, schaffst du's, er schafft's nicht, jetzt, okay, gut, und da kann man halt in den Bereichen auch so hin und her. Und es ist auch irgendein Spezialportal da oben, glaube ich. Da müssen wir, glaube ich, über die gelbe. Sind auch wieder Kämpfe dann, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, über das gelbe. Ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwo versteckt da hinten, glaube ich. Moment. Schauen wir schnell. Ist nämlich auch ein Spezialportal manchmal. Also hier war es vorne auf dem Dach in Traverse. Town, wo ich vor oben war, da war keines. Und da müsste man halt alles abklappern. Wenn man einmal weiß, wo alles sind, das sind im Internet auch so Hilfen, wo alle Portale angeführt sind. Dann wäre es einfacher zu finden. Hier, wenn ich da reingleite, da ist normal auch immer eines. Ist jetzt da, ist auch nicht da. Ich weiß nicht, das wäre jetzt, glaube ich, Spezialportal 5. Glaube ich, wäre das jetzt. Von Traverse Town, ja. Also wenn das hier jetzt da wäre, dann könnte ich es aktivieren, auf der Vorschau nachsehen, da sieht man gleich, welchen, wenn man das geschafft hat, welchen Geist man da dann freischalten kann am Ende. Und ja, man sollte halt dann wirklich schauen, dass man alle freischaltet. Das wäre halt dann cool. Alle Linkportale. Jo, also hier, das ist das Postamt und dann denkt man sich, ja, und wie komme ich da jetzt, ist da jetzt Endstation oder geht es da noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Man kommt hier in einen weiteren Bereich und das ist noch riesig groß hier. Und zwar kommt man da, ich muss kurz selber wieder nachdenken, ich glaube, ich muss da oben lang, genau, ich weiß schon wieder, über die, ich gleite mal hier rüber. Eigentlich könnte ich gleich mit gleiten auch darüber. Aber es geht, glaube ich, da. Ich gleite mal rüber. Machen wir es mal so. Und dann da hinten, glaube ich, muss ich dann rein. Dann komme ich dann in ein neues District. Nämlich hier. So, genau. Dann geht es hier weiter. Ist über den Speicherpunkt, ja. Kann man von hier dann auch gleich weiter. Und jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt kommen wir zum Brunnenplatz. Und an diesem besagten Brunnenplatz, also da sind wir noch nicht, ein Stückchen müssen wir noch nach vor. Wir sind halt leider Gottes, jetzt sind wir immer im Kampf verwickelt, weil ständig Gegner sind. Ich probiere, wenn ich schon mal da bin, einen Realitätswandel noch einmal. Können wir ja machen. Da ist ein Gegner. Man kann jetzt nicht, man hat wirklich nur einen begrenzten Bereich. Man kann jetzt nicht bis ans Ende des Spielbereichs. Aber vielleicht geht sich das sogar aus. Jawohl, geht sie aus. Und ja, so kann man halt dann wirklich auch Gegner besiegen. Weil in der Zeit, wo ich hier anvisiere, bewegen sie die nicht. Also das ist auch nicht dumm. Jo, da hinten auch noch versteckt. Da ist eine Kiste gewesen, da oben auch. Kommt man am Anfang leider Gottes hier noch nicht drauf, weil da hat man den Sportfreund noch nicht.
dass man hier höher springen kann. Aber wie gesagt, alles abklappern. Man muss sowieso die ganzen Welten sehr oft hin und her. Ihr seht jetzt unten auf der Leiste bei mir Sturz. Das Sturzsymbol baut sich jetzt ab. Das warte ich aber jetzt mal ab, das zeige ich euch dann mal. Ich habe schon oft davon erzählt, aber ich habe es noch nie ausprobiert oder euch gezeigt. Denn wenn diese Leiste abbaut, dann haben wir noch 30 Sekunden Zeit. Wenn man noch irgendwas machen will, dann soll man das schnell machen. Denn dann wechselt er automatisch, jetzt sieht man schon, dass es so pulsiert, dann wechselt er automatisch zu Rico rüber. Ja? Und dann geht es mit Rico weiter. Und das geht immer so im Spiel hin und her. Es switcht ständig hin und her. Ja? Und braucht man aber keine Angst haben, wenn man das verpasst, denn genau an demselben Platz, wo man dann den Sturz... Hallo, also der Wahnsinn mit dem... Der T-Rex, der schiebt mich da weiter, das ist unvorstellbar. Das ist schlimm. Ja, also dann genau dort, wo man dann wechselt, wo der Sturz dann endet, oder beginnt in dem Fall, genau dort fängt man dann das nächste Mal wieder an. Es ist überhaupt kein Problem. Seht, jetzt haben wir noch Bonuszeit. Das wäre noch eine halbe Minute. Und ich schaut mir wieder wegschiebt. Es ist unvorstellbar, ne? Hallo, ich bin Sora. Okay, gut. Ich kann jetzt das abwarten oder ich kann es gleich manuell machen, indem ich es hier gleich mache. Ist wurscht, weil das kann ich ja jederzeit machen. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit abwarten, bis die Leiste weg ist, sondern ich könnte das jederzeit machen. Und jetzt noch was Neues, das habt ihr auch noch nicht gehört oder habe ich euch noch nicht gezeigt, nämlich das Sturzergebnis. Je nachdem, wie viele Gegner ich besiegt habe, was ich erledigt oder geschafft habe in meinem momentanen Run jetzt, bekomme ich Punkte. Ja, und mit diesen Punkten kann ich jetzt verschiedene Sachen dann aktivieren. Stufe 1, 2, es geht bis 3. Ich habe 73 jetzt erspielt in diesem Lauf jetzt und könnte mir jetzt für Rico schon was ihm einen Vorteil verschaffen, indem ich zum Beispiel den Angriffsvorteil jetzt auf Stufe 2 hier, geht es ja nicht aus, bräuchte 80 Punkte. Ich habe nur 73, ja. Aber ich kann das, Stufe 1 könnte ich aktivieren, indem ich auf X drücke. Sollte man sich aber gut überlegen, denn man kann es nicht mehr rückgängig machen. Wenn man es einmal aktiviert, ist es eingeklinkt und dann kann man nicht mehr zurück. Jedenfalls könnte ich ihm jetzt einen Angriffsvorteil verschaffen, indem ich jetzt hier auf Stufe 1 bestätige und dann wäre er stärker. Seinen ganzen Run jetzt, bis er wieder mit Sturz dann wieder auf Sora zurückschaltet. Ja? Oder Abwehrvorteil, je nachdem. Also wenn ich zum Beispiel schon weiß, was ich jetzt als nächstes mit Rico dann machen werde, bis zum nächsten Sturz, dann kann ich ja dementsprechend dann schon ein bisschen handeln, indem ich dann das Richtige hier auswähle. Sturzdämpfer ist meiner Meinung nach immer gut, denn das verlangsamt die Zeit, bis der nächste Sturz dann ist. Also wenn ich vorhabe, wirklich lange mit einem Charakter zu spielen, ehe ich wieder einen Sturz machen muss, dann mache ich hier auf Stufe 2 oder eben sogar auf Stufe 3. Unten steht es sowieso, die Sturzanzeige wird verlangsamt, Effekte halten entsprechend deiner Stufe. Ja, und da gibt es halt 100.000 Sachen. Es werden dann auch immer mehr. Am Anfang hat man nicht so viel Auswahl. Und auch die Geister, was man hat, die helfen einem dann, sind stärker, dass ich dann die Leiste von den Special Moves mit den Geistern dann schneller auflädt. Da gibt es dann auch, was ist das? Da ist es nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch nicht immer das Gleiche, was da ist. Linkbeschleunigt, das war es, glaube ich, ja. Verkürzt die Ladezeiten aller Linkanzeigen, genau. Und da kannst Geister öfter herbeirufen. Das wiederum ist wichtig, dass man auch diese Links dann mit den einzelnen Helferlein öfter macht, die Spezialangriffe. Ich zeige es euch gleich. Das ist nämlich sehr wichtig auch für die Bäume, ja, für die Fähigkeitenbäume, wo dann manchmal so ein Tor ist, wo man nicht durch kann. Ja. Braucht noch drei Linkverbindungen zum Beispiel. Und dann muss man eben mit demjenigen Helferlein, muss man dann noch drei so Special Moves machen, Schläge, und dann kann man erst hier am Fähigkeitenbaum dann weiter. Habe ich aber kurz erwähnt, auch als ich den Clip dann aufnahm mit den Fähigkeitenbäumen. Jo, also wie gesagt, man kann sich hier dann nehmen, was man will. Und das ist auch gut, wenn man es hat, sollte man es auch ausnutzen, wäre blöd, wenn man es nicht macht. Und jo, also einfach, ich sage jetzt mal, es ist eh wurscht, nehme einen Angriffsvorteil und jo, dann geht man runter auf Bestätigen.
Und das, was ich da jetzt aktiviert habe, das gilt jetzt, also nicht für Sora nicht mehr, weil der wechselt ja jetzt auf Riku und auch nicht später wieder für Sora, sondern das gilt immer nur für einen. Ne? Also es gilt jetzt für Riku. Riku muss dann selber wieder alles erarbeiten und dann wieder Sora weitergeben. Okay, und jetzt hat Sturz, jetzt setzt unten die Sturzanzeige und das jetzt geht halt noch sehr langsam dann, bis sich das wieder komplett abbaut. Es ist ungefähr so, ich weiß, ich habe es nie gestoppt, aber ich schätze mal so eine gute Viertelstunde auf jeden Fall kann man das spielen, wenn nicht länger. Und so. Ah ja, das ist jetzt im Spiel, ja, Blödsinn, muss ich jetzt 10 überspringen gleich. Ja, in dem Fall ist es, weil die Story es so wollte, weil ich das Spiel schon mal durch habe und jetzt bin ich da hingegangen und jetzt mehr oder weniger fängt er eigentlich von neu an und drum ist das jetzt in der Story so. Aber ist egal, ich wäre jetzt sowieso gleich wieder gewechselt zu Sora. Er hat jetzt natürlich keine Sturzpunkte, weil er ja nichts erreicht hat im Spiel. Ne? Und so funktioniert das mit dem Sturz. Ja. Und jetzt habe ich wieder, baut sich das da wieder komplett auf und habe ich halt wieder sehr lange Zeit. Seht oben, die Ranenrex hat wieder eine Stufe gut gemacht, ist jetzt auf Level 45. Genau, und jetzt bin ich auf diesem besagten Brunnenplatz angekommen. Und da seht ihr halt schon Gegner, die sind glaube ich am Anfang noch gar nicht da. Und auch diese Helferlein nicht, also der Tyrannenrex, den bekommt man dann auch als Special erst ganz am Schluss. Ja. Den hätte man am Anfang natürlich noch nicht als Helferlein. Und da habe ich gesagt, schaut überall rauf, auf alle Kisten, überall. Da haben wir zum Beispiel ein Portal, schauen wir mal, was das ist. Es ist ein Kampfportal, also bitte nicht zum Verwechseln mit dem Special-Portal, mit dem Spezialportal, denn das sind rein einfach Kampfportale. Ganz normal, besiege alle Geister, ist immer auch die Schwierigkeit, je nachdem immer vom jeweiligen Kampfportal und führe mindestens 3 Angriffe im freien Fluss aus. Also das heißt, ich muss jetzt, ich zeige es euch einmal, also ich mache, aber wahrscheinlich wird sich das gar nicht ausgehen, weil ich schon so stark bin, werde ich gleich alle töten. Also ich mache einfach freien Fluss, da reicht es, wenn ich gegen die Wand springe und dann einen habe ich schon von 3. Dann habe ich die Zusatzaufgabe auch noch erledigt. So, noch einmal und das soll es gewesen sein. Seht, Bonuserfolg. Jetzt habe ich nicht nur das Kampfportal geschafft, das hätte auch genügt, wenn ich es ganz normal besiege. Aber durch das, dass ich die Aufgabe auch noch zusätzlich gemacht habe, kriege ich jetzt auch noch was dazu. Und das ist in dem Fall eine Eistraumtüte. Das ist der Bonuspreis. Also die Eistraumtüte, das ist glaube ich ein Futter dann für die Geister, wenn ich es dann aufpäpple. Genau. So läuft das ab. Also das sind die normalen Kampfportale, die gibt es auch in alle Welten. Und bei dem Special-Portal eben genauso. Da machst du genau dasselbe, kämpfst auch. Und kannst auch auf zusätzlichen Bonus noch abstauben, wenn es dann halt auch noch die zusätzliche Aufgabe dann auch noch magst. Aber sonst, die Spezialportale, die sind eben das Allerwichtigste hier im Spiel. Wenn man das Spiel das erste Mal durch hat, ja, und dann geht man hier zum Brunnenplatz, ja, einfach nur einen Weg, entweder von da jetzt rein, wo ich gekommen bin, oder von der anderen Seite, wo wir dann gleich weitergehen, wird hier automatisch der Bosskampf gegen den optionalen Megaboss Julius getriggert. Genau. Wenn man den dann besiegt hat auch noch, bekommt man eben ja dieses Schwertchen, was ich da in der Hand führe jetzt, den Entfessler, das stärkste Schwert im Spiel. Und man kann hier diesen Bereich jetzt ganz normal begehen. Aber man kann sehr wohl immer und immer wieder gegen diesen Special Boss antreten, wie es auch schon in Burst by Sleep ist, gegen diese Sonderbosse. Allerdings muss man wissen, wie man den trifft, indem man hier, wenn ich da jetzt drauf drücken würde und auf Untersuchen gehe, würde ich den Bosskampf triggern. Mache ich jetzt nicht. Schauen wir uns gesondert in einem Part an, wo ich gegen alle Bosse gekämpft habe. Da gebe ich dann meinen Senf sowieso dann dazu und ja. Auch da oben seht ihr eine Kiste, kommt man am Anfang auch noch nicht hin. Erst wenn man dann spezielle Moves beherrscht, wie ich eben, dann kann man da ganz einfach rauf. Entweder so oder ja, man kann dann auch mit einem Sportfreund kommt man dann auch rauf. Und da eben, ja, wie gesagt, alles ist am Anfang noch nicht begehbar. Gut, wir schauen weiter.
Das ist eigentlich eh ziemlich schlauchförmig hier. Warte, ich schau kurz, der Weg da hinten, ob der, aber ich glaube, das war bei Rico. Bei mir sind, glaube ich, die Kisten, glaube ich, da komme ich nicht durch, oder? Oder war das erst woanders? Muss ich jetzt kurz schauen. Ja, da komme ich nicht. Nein, bei Rico konnte man weiter, glaube ich. Bei Rico kam ich dann hier weiter. Okay, na egal. Da werde ich immer, glaube ich, eh nur eine Welt machen pro Clip. Sonst wird das zu lang. Also die sind wirklich teilweise sehr hübsch gestaltet. Und vor allem sehr groß auch. Also ich finde auch größer als die anderen, so in den anderen Kingdom Hearts Teilen. Und auch wunderschön. Hier zum Beispiel sieht man schon, ja, das ist alles Traverstown. Könnt ihr euch das vorstellen? Unvorstellbar, ne? Übrigens auf diesen komischen Girlanden, oder wisst ihr, was ich meine, da wo ich da jetzt drauf gleite, kann man sich auch alles zunutze machen hier, für den freien Fall. Und natürlich jede Wand und so. Kommen natürlich hier auch Gegner. Mache wieder mit freiem Fall den Kampf, geht schneller. Und wie gesagt, wenn das Markierungszeichen lila wird oder rosa, wie da in dem Fall, kann man sich wieder hier diesen Realitätswandel zunutze machen, indem man hier, das hier ist, glaube ich, das Katapult. Und auch hier in der Mitte, hier sind auch Kisten versteckt. Eine ist ganz oben gewesen, da, eine war da. Eine ist, hops. Eine war da herunten, glaube ich. Ja, da ist eine und da oben war dann, glaube ich, noch eine. Ist ein bisschen fad, hier immer wieder Gegner kommen, aber ja, es geht nicht anders, leider Gottes, sorry. Da ist auch noch eine. Ah, komischerweise, eine Kiste ist dann immer in jeder Welt noch da, die was ich aber nicht mehr braucht. Die macht man, die kann man immer wieder aufmachen und kommt ein Gegner raus. Es ist, ich glaube, für einen Realitätswandel ist der, kann man den nutzen. Und da gibt es in jeder Welt eine, weil ich habe alle Kisten gefunden. Ich habe 100%. Ja, also das hier mal. Wunderschön das ist. Und jetzt kommen wir hier zu einem Platz dann. Einen ganz interessanten. Wie gesagt, auch da hinten überall. Bitte alles abklappern. Es ist wirklich sehr groß und verschnörkselt. Und diesen Weg hier, da kommen wir zuerst auf diesen Platz hier, wenn man da von oben runterkommt. Und dann kann man eben hier gehen. Oder hier gehen. Also man kommt immer wieder da herunter, es ist eigentlich egal. Oder von der anderen Seite. Kann man so auch kurz machen. Meine Special Moves. Ja, ah genau, das wollte ich euch zeigen. Wenn ich hier jetzt bei den Kommandos auf dem Pfeil nach links gehe, dann kam ich hier auf die Links, ja, von meinen Freunden, von meinen Helferlein. Und hier seht ihr dahinter ein Symbol stehen, ja, ein rosanes und ein blaues, ja. Und über meinen Freunden ist auch ein Symbol, ja. Also das rosane ist er, der grüne Drache, und das blaue ist über den T-Rex seinem Körper. Seht? Das zeigt uns gleich, würde ich jetzt zum Beispiel Kreuzung machen, ja, den Schlag Kreuzung, das wäre sein eigener, ja, der eigene von ihm, ja. Und wenn ich Flammenattacke mache, das wäre der eigene vom T-Rex, ja. Und Komet, das wäre ein Special-Schlag, den was alle zusammen machen, ja. Und pro ausgeführter Schlag, ein Linkschlag, wird ein Counter schon gezählt für den Fähigkeitenbaum. Bei diesen Pforten, wo man dann durch muss, ja. Man kann einen kleinen Trick machen, indem man jetzt quasi den Link nur ganz kurz ausführt und dann gleich wieder auf Abbrechen. Ich glaube, dann zählt er schon. Und die Leiste braucht dann nicht so lang, bis er sich wieder auflädt, ja. Oder man nimmt eben beim Sturz dann als diese Hilfe, dass sich eben diese Links dann schneller aufladen. Das kann man auch machen, ja. Habe ich euch aber vorher erklärt. Okay, gut, das mal war es dann hier mit dem mal. Da vorne geht es dann wieder weiter. Wir sind immer noch nicht fertig hier mit dieser Welt. Hier übrigens kann man, das ist der normale Händler. Ja, wie gesagt, gibt es in jedem Bereich. Hier haben wir sogar in der Stadt Traverse zwei Mogri-Laden. Und dann werdet ihr euch denken, wieso sind da noch zwei Mogris? Ja, genau, da ist nämlich was. Und zwar, hier kann man sich anmelden für ein Turnier. Ja. Und zwar ist das Flitzer-Turnier. Über das bekommt man auch Medaillen, die kann man hier bei einem speziellen Medaillenshop dann umwandeln, indem man Sachen kaufen kann, sind so Special Sachen, obwohl eigentlich auch nicht wirklich viel was anderes. Man kann hier zwei spezielle
Geister, die man erst ganz am Schluss bekommt, könnte man erst hier dann kaufen, wenn man alle Cups hier gespielt hat und gewonnen hat. Aber man kann sie auch anders machen, indem man über Linkportale, wie ich es eben schon ein paar Mal jetzt erklärt habe, hier ist es in der Welt, die niemals war, ganz am Ende, zwischen Fusionen, dann diese besonderen Geister, Albträume dann auch herstellen kann, ja? Über Fusionen, ja. Und da braucht man eben spezielle Fantasien und die bekommt man dann, indem man Spezialportale in der Welt, die niemals war, dann macht, ja. Und eben diese Vorschau sich immer ansieht und da sieht man dann auch, dass man dann dasjenige Vieh dann eben kriegt, ja, wenn man das richtig macht. Und dann erspart man sich das eigentlich, dass man hier die ganzen Cups hier macht. Denn das ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Kartenspiel. Wir werden uns das eigentlich könnte ich mir das noch ganz kurz anschauen. Einen Kampf. Da kann man nämlich reingehen. Ich meine, mir hat das jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen. Das ist ein bisschen, man spielt ja mit so Karten, wie Kartendecks auch. Und muss versuchen, immer höhere Zahl wie der Gegner zu haben. Und je nachdem schlagt dann der oder schlagt dann der. Man kann Angriffskarten ausspielen oder eben Karten zur Verteidigung nutzen. Und am Schluss muss man schauen, dass man dann, ich bin immer 3 gegen 3, also immer das Team halt. Und muss halt schauen, dass man von dem anderen dann die ganze Energie dann halt runterboxt. Ich zeig's euch. Auf jeden Fall. Und da, wie gesagt, ich habe jetzt alle Cups freigeschaltet. Ich will da jetzt nicht wirklich näher drauf eingehen. Da habe ich dann Anfänger Cup, die habe ich schon gespielt. Bunter Cup, Digital Cup, Ding Cup, Blitz Cup. Da habe ich nicht mehr weitergespielt. Nash Cup, Final Cup, ja. Und wenn man die alle schaffen würde, glaube ich, dann gibt es noch einen Special Cup, noch einen. Und ich glaube, wenn man den geschafft hat, dann kriegt man, glaube ich, noch irgendein Schlüsselschwert, wenn man nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, das eine, was mir noch fehlt. Aber wie gesagt, ist mir jetzt eigentlich so egal. Ich zeige es euch einmal ganz kurz für die, die es nicht kennen oder ja, dass wir alles haben. Also da kann man auch die Gruppe dann ändern, eventuell, wenn man will und sagt, mit welchen möchte ich spielen, weil jeder Geist hat ja eigene Fähigkeiten auch wieder. Ja, da gibt es welche, die können wieder beleben mehr, die anderen ja, also feuerstark und so weiter. Aber da muss man sich richtig rein einmal in das Ganze, da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht so lang aufgehalten mit. Aber ich zeige es euch nur einmal. Also es funktioniert eigentlich so. Es ist immer 3 gegen 3, aber momentan ist immer nur one on one. Und über dem Vieh steht immer eine Zahl, ja. Er hat 7, dann mache ich auch 7. Wenn man die gleiche Zahl hat, dann wird ein Duell gemacht. Jetzt mache ich das, dann bin ich höher wie er. Und da setzt dann die Leiste, die baut dann ab. Und man kann jetzt alle mit X kann man Angriff machen. Das war jetzt ein Duell, da muss ich schauen, dass ich so schnell wie möglich 3 gleiche Symbole zusammenkriege. Und dann ist es ein noch stärkerer Schlag. Und mit L1 kann ich dann wechseln auf einen anderen zum Beispiel von mir. Kann ich ständig hin und her switchen. Und manche Zahlen, je höher die Zahl ist, umso... Man kann auch mehr kombinieren, umso höher die Zahl ist, umso stärker bin ich dann natürlich. Unten ist eine Leiste, die baut dann ab. Also ich könnte 4 Karten auf einmal setzen, dann hätte ich eine ganz hohe Zahl natürlich. Aber die muss ich dann erst wieder aufbauen. Ne? Also immer ein bisschen wieder schauen, bis ich die Leiste voll wieder auflade. Und dann geht es wieder Vollgas weiter. Aber es ist jetzt wie gesagt, ja. Und wenn man das Ganze auf Viereck tastet, dann wären das dieselben, allerdings in Abwehrmodus mehr oder weniger wäre ich da dann. Und so muss ich halt dann schauen, dass ich die Gegner besiege. Einer ist eh schon tot, von denen der Hund, ne? Der ist schon tot. So, jetzt habe ich hier wenig Karten, jetzt mache ich einmal einen Wechsel hier. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich schnell 3 gleiche zusammenkriege, habt ihr gesehen? Und dann ist das ein ganz starker Schlag. Und dann gibt es noch ganz seltene Karten, die haben dann keine Zahl drauf, sondern einen Stern. Der Stern ist dann so stark, der schlägt alles. Ja. Da hat jetzt oben noch eine gefehlt, eine Glocke, die habe ich jetzt vervollständigt und habe wieder das Duell gewonnen. Wie gesagt, der Stern, wenn ich den bekommen würde, der schlägt alles. Der schlägt dann jeden anderen. Also wenn der 24 hätte, sogar mit den Karten, würde mein Stern auch noch mehr
mehr machen. Jetzt haben wir gleich wieder Duell, oder? Ah nein, das war schon, der war schon fertig mit seinem Schlag. Ja, und das war's schon, okay. Ja, aber ich sag, das war der leichteste. Aber ich habe dann aufgehört und so läuft das dann mit allen ab. Ja, das ist der Flitzer Cup. Und wie gesagt, da gibt es dann am Schluss dann auch noch irgendwas dafür. Dadurch man eben diese letzten zwei, dadurch man die letzten zwei Rezepte dann für die Geister auch anderswertig freischalten kann, habe ich mal gedacht, dann brauche ich da gar nicht weiterspielen. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Das war der Flitzer Cup und den kann man eben auch hier spielen. In Traverse Town. Gut, aber ich habe gesagt, wir sind noch immer nicht ganz fertig. Wir gehen jetzt da nochmal rein, denn da waren wir noch nicht. Und hier ist dann mehr oder weniger Endstation. Es ist jetzt Sackgasse und dann ab da geht es dann nicht mehr weiter. Das ist der letzte Bereich dann von Traverse Town. Allerdings ein wunderschöner, denn da drinnen ist der Garten und da sind auch die ersten Endbosse gewesen. Aber schauen wir uns dann alles an. Ich gehe mal den Weg da von hinten rauf. Eigentlich muss ich nicht gegen alle kämpfen. Ich gehe gleich so durch. Da kam ich da hinten rauf. Und dann bin ich quasi auf dem Dach von diesem Garten. Schaut ein bisschen aus wie so ein Palmenhaus. Mit so einem Pflanzen. Man kann. Ah, jetzt habe ich mit der getroffen, aber das ist glaube ich, da bin ich in der Sicht ein bisschen eingeschränkt. Selbst wenn du da runter schaut, aber das schauen wir uns dann von drinnen eher an. Glasdach hier. Und da ganz oben seht ihr schon so ein Portal wieder. Und das ist nämlich eines von diesen Geheimen. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Die erst da sind, wenn man das Spiel durch hat. Also das wäre während des normalen Spiels gar nicht da sein. Aber weil ich das Spiel schon durch habe, eben schon. So. Meine Stufe ist auch wieder erhöht. So. So haben wir jetzt endlich einmal alle. Seht's, und dann erscheint es erst wieder. Und dann kann ich es auch erst benutzen. Seht's, und da steht Geheimportal, 5 Sterne. Das ist das Höchste, was es gibt. Und da gibt es in jeder Welt nur eines. Und das sind eben diese besagten Bosse. Ja. Also hier war in der Story ein Boss. Ja. Habe ich einen Boss besiegt mit Sora. Der Endboss von Traverse Town. Und genau in diesen Bereichen kann man nach dem Beenden des Spiels noch einmal hierher gehen und die ganzen Special-Bosse, Story-Bosse noch einmal machen. Allerdings verschärfter Version. Noch viel stärker. Und da gibt es dann von mir ein gesondertes Video, wo ich alle noch einmal herzeige. Plus sogar die finalen Bosse dann ganz am Schluss. Für die gibt es nämlich kein Geheimportal. Die habe ich aber dann auch noch einmal dazu gemacht, dass wir alles haben. Genau. Aber dann erst später dann mehr dazu. Ich verspreche euch, da wird alles gezeigt. Gut, und wenn man da auf dieser Seite noch runtergehen, dass wir eine ganze Runde gehen, dann, ja, ich lasse jetzt mal, ich kämpfe nicht gegen alle. Dann sind wir wieder auf der anderen Seite und kommen wieder da runter. Und jetzt können wir noch hier reingehen. Und jetzt sind wir in dem Garten, das ist wunderschön hier. Da sieht man auch so Blumen, wir gehen eher runter. Dann nach unten, schauen uns das an. Das ist wirklich wunderschönst. Wunderschönst. So. Gut. Übrigens da drüben auf diesem Balkon, ja, ist jetzt ein Portal für uns bei Soras, in Soras Welt hier. Ist das, glaube ich, nur... ist das Spezialportal auch? Okay, interessant. Ah, da ist das Blödsinn, so ist es ja. Da ist das Spezialportal, genau. Bei Riku ist es am Dach oben. Also hier wäre es das Spezialportal, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das wäre, ich sage jetzt mal Beispiel, Spezialportal Nummer 6, ja, und dann würde man gleich wissen, wenn man hier auf Sturz geht, dann würde man hier dann diesen Gegner dann, den da freischalten, dann am Ende, ja. Und man kann dann, wie gesagt, immer dann wieder hin und her, mit Sturz immer wieder hin und her, und bis man das halt dann hat. Und da gibt es halt auch immer schöne Items dann zum Abstauben auch. Also die schaut bitte, dass euch die alle holt, denn über die, aber vor allem
in der letzten Welt, dann ist es wichtig, denn da bekommt es brillante Fantasie und formbare Fantasie, glaube ich, für Sora. Und ja, ich glaube, bei Riku war es die Brillante, die man brauchte eben auch für die letzten zwei oder drei Geister, wenn man die vervollständigen will. Ich meine, wenn ihr das eh nicht vorhabt, dann braucht ihr es eh nicht, aber ich sag mal, ich habe schon gewollt, denn wir schauen uns das dann später alles an. Und für das brauche ich es ja. Ich mag es ja nur für euch, ich mag es ja nur für euch. Und auch hier eben wieder so, die eine Kiste ist immer zu. Ich weiß nicht, für was das gut ist, aber... Aber mich das erste Mal geschreckt, aber man denkt, ich habe schon alle Schätze gefunden, ne? Was ist denn da los, ne? Dabei ist sie immer wieder da. Aber so war es auch im Burst by Sleep schon. Da ist immer so eine Kiste gewesen, die auch dann immer da war. Allerdings war das so eine, wie so eine Art Mimik, wie man es auch aus den Souls-Spielen kennt. Also wie gesagt, das ist hier ein recht hübscher Bereich. Wir schauen uns dann noch einmal in Ruhe an, wenn ich die Gegner jetzt besiegt habe. So, haben wir jetzt alle. Also seht ihr, wie so ein richtiges, mit der Glaskuppel hier, mit dem Glasdach, wirklich, wirklich schön. Ja. Gefällt mir sehr gut hier. Also von den Welten, da kommt dann später noch was ganz Hübsches, zeige ich euch dann auch in einer anderen Welt, was mir auch sehr gut gefällt. Das ist halt einzigartig hier. In diesem Garten, Eden, würde ich beinahe fast schon sagen. Gut, okay, dann haben wir die erste Welt mit Sora fertig. Jetzt überlege ich nur, ob ich dann gleich einmal Sora komplett mache oder ob ich dann mit Riku gleich auch hier weiter, so werde ich es aber machen. Aber ich weiß jetzt eh nicht, ein bisschen was, der Schiebmeister, der Zartmann, das ist schlimm. Okay, na egal, ich werde mit Riku weitermachen, denn ein paar Wege kann man mit dem noch begehen, hier immer noch, die eben für Sora nicht zugänglich waren, so wie sie auch in Burst by Sleep war, wo man wirklich nicht jeden Bereich mit jedem einzelnen Charakter auch dann begehen kann. Aber jetzt schauen wir uns das wirklich an, weil hier habe ich mir gedacht, hier machen wir es einmal. Danke fürs Wegschieben, ach Gott, das ist schlimm mit ihm. Okay, gut, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Genau, auf der PlayStation 5. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, hallihallo zurück. Herzlich willkommen zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance bei der Weltenbesichtigung. Jetzt wieder in Stadtraverse, allerdings mit Riku an unserer Seite. Und wir werden gleich mal schauen, was bei ihm neu begehbar ist in dieser Welt. Hier war alles beim Alten, hier war alles gleich, da hat sich nichts geändert. Bei Sora konnten wir hier in den Untergrund über das Postamt dann in den drüberen Bereich gelangen. Da seht ihr jetzt schon, das geht mit Riku nicht. Allerdings, mach die kurz mal platt hier. Hallo Rino, da kamen Rino die Stufen runter, so. Gut, haben wir jetzt alle, gut, so aber jetzt, oder? Gut, also hier geht es nicht rein bei ihm, allerdings geht es da rein, da kommt man mit Sora nicht rein, allerdings mit Riku eben schon und wir kommen in die Seitengassen. Auch am Anfang ein bisschen verwinkelter Bereich, obwohl es eigentlich schon eher straight forward geht, aber ein bisschen, ja, ganz leicht verwinkelt ist. Auch da oben, so Übergänge, kommt man am Anfang auch nicht hin, dann später mit diesem Dash oder bei, ja, ist es dann einfacher. Oder hier kann man ja sowieso über, ich zeig's euch mal, mit seinem Sprung hier über die ganzen, so, auch gleich rauf. Das sind nämlich auch Kisten überall, da kann man am Anfang nicht hin. Aber Schritt für Schritt, da sind wir gekommen. Ich will euch nicht verwirren. Nein, Blödsinn, ich verwirre mich selber gerade. Oder? Ja, genau, da sind wir gekommen. So was, oder? Ja, da sind wir gerade, ja. Da sind wir raufgekommen. Da, von da sind wir gekommen, da sind wir jetzt raufgegangen. Dann gehen wir mal hier.
nach vor. Also wirklich sehr schön auch hier, dieser Nachthimmel. Stadt Traverse war immer bei Nacht, ne? Da haben sie ja von der Tages- und Nachtzeit nichts verändert. Ja. Tue ich halt nebenbei noch ein bisschen aufleveln, schadet ja auch nicht. Während ich euch die Welten zeige. Gut, ja. Wie gesagt, das sind hier die Seitengassen, ja, ein bisschen verwinkelt hier. Hier geht es dann weiter. Und dann kann man hier den Weg dann noch einmal zurückgehen. Ihr seht es hier oben auf der Minimap ein bisschen auch, wenn sie es verfolgt. Aber ich hab mich gewundert, dass die Stadttraverse so groß ist. So, und hier macht er auch wieder so einen, ja, Gliding-Einlage. Und uns bringt es dann hier, ich zeige euch mal was, nur dass euch nicht von der Orientierung. Da waren wir vorher da unten und jetzt sind wir den Weg da oben quasi durch die Gebäude da raufgegangen und da gehen wir nochmal weiter und wir kommen hier quasi auch wieder nach oben. Jetzt haben wir quasi die oberen Bereiche und vorher waren wir da unten überall. Jetzt da haben wir angefangen und da sind wir gekommen und jetzt sind wir eben da her oben. Und da vorne, war das da vorne oder war das da, Moment? Ja, da vorne. Das war die eine Kiste, wo wir da vorher raufgesprungen sind, glaube ich, wo wir gesagt haben, ja. Also da würde ich einfach über die Wand oder mit diesem Dash darüber kommen. Kommt man am Anfang leider Gottes nicht hin. Erst später dann, wenn man die richtigen Abilities dann hat. Ja, also ich könnte den Weg jetzt wieder zurückgehen oder ich gehe gleich wieder runter. Also jetzt sind wir genau da, wo wir vorher angefangen haben. Wir sind vorher da gegangen. Blödsinn. Oh ja, eh so. Wir sind vorher da gegangen. Nach links. Ah, da erst. Genau, da sind wir vorher links gegangen und jetzt gehen wir hier weiter, wo ich sagte, da müssen wir dann weiter. Da übrigens auch eine Kiste, kann man schnell mal übersehen, wenn man immer nur in diese Richtung geht. Und auch hier wieder Gliding. Eine Gliding-Einlage. Hier kann man kurz mal Pause machen. Eine ist eine Kampfarena. Eine kleine, auch mit einer Truhe. Ist auch leicht zu übersehen, wenn man hier nicht stehen bleibt und gleich weiterfährt. Ach Gott, die benebeln mich da immer, das ist schlimm. Es dauert immer fast 10 Sekunden, bis man da wieder bei Sinnen ist. Aber eigentlich, was mache ich denn? Wieso gehe ich nicht gleich weiter? Ich halte mich da nicht auf mit euch. So, da seht ihr übrigens, da bin ich auch unten vor gewesen und jetzt bin ich da weiter. Und jetzt komme ich da raus. Es ist eigentlich, hier kann man nicht viel was anderes machen. Da bin ich jetzt oben wieder, wo wir unten gegangen sind vorher. Das ist ja Wahnsinn. Die Gegner, hallo? Tschüss. Ja, dann geht's hier weiter. Und hier rauf. Und wir kommen zum Brunnenplatz. Nämlich von dieser Seite. Realitätswandel hier ist immer noch dasselbe, weil wir sind ja noch im Stadt Traverse. Das ist das Katapult. Ich zeige es euch noch einmal, dass man auf jemanden dann schießen kann. Jetzt ist niemand mehr da leider. Und dann hätten wir hier kleine Explosion. So, wo bin ich jetzt gekommen? Da muss ich lang, oder? Genau, sowas, oder? Bin ich von da gekommen? Egal. Und jetzt komme ich jetzt da raus, wo ich mit Sora, wo er abgesperrt war, wo die Kisten standen. Und jetzt bin ich auch wieder am Brunnenplatz. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied zur Welt von Sora. Alles andere. Hallo? Sag mal, ich zeige euch mal das Ballon. Das ist auch. Hallo? Den Ballon. Und bam! Der schießt dann die ganzen Ballons auf die Gegner. Ist auch ein Fernkampfangriff, ist auch sehr cool. Und hier, wie gesagt, habe ich eh beim Besor auch schon erklärt, wenn ich hier untersuchen gehen würde, hätte man einen Kampf gegen Julius wieder. Will ich aber nicht. Und beim ersten Mal wird er automatisch getriggert nach Beenden des Spiels, wenn man hier am Brunnenplatz überhaupt erst herkommt. Jo, sonst ist eigentlich alles gleich. Wenn ich da weitergehe, komme ich dann auch wieder in den letzten Distrikt, wo ich dann auch in das Kolosseum wiederkomme, wo der Flitzer Cup ist.
Und wenn ich noch einmal weitergehe, seht's, alles beim Alten. Kennen wir schon alles. Seht's, wir sind schon wieder da. Und da rein, wenn ich gehe, kommen wir wieder in den Garten. Und da habe ich ja gesagt, drinnen war das Spezialportal für Sora am Balkon oben, da oben. Und bei Riku ist das Spezialportal, das Geheimportal, dann hier, glaube ich, wo, in der Mitte da, wo, glaube ich. Oder ganz oben, plötzlich, da war es ganz oben, so war's. Ganz oben war es. Muss erst nachdenken, das kommt dann schon alles durcheinander immer. Hier war es, glaube ich. Allerdings jetzt erscheint es gerade nicht, weil Gegner noch da sind. Und solange Gegner da sind, erscheint das nicht. Ah, ich glaube da. Wieso ist das da nicht? So. Wieso? Oder ist das auch da drinnen? Bin ich jetzt komplett mit Schugge? Jetzt weiß ich es aber selber nicht. Ah, ich sehe da. Da ist Blödsinn. Da. Ich sehe auch da. Sorry, Jungs und Mädels. Okay, gut. Aber brauche ich jetzt nicht noch einmal herzeigen. Das haben wir eh schon gesehen. Es war eigentlich nur mit dem Seitengassenbereich und so. Diese eine Bereich, der war da. Was haben wir da eigentlich für eines? Ah, Freundschaftsportal. Okay, das würde uns helfen. Da könnten wir zusätzliche Geister holen. Jo, dann wäre das eigentlich jetzt ein schnellerer Part. Mehr war dann nicht. Da werde ich das aber vielleicht noch dazugeben. Zusammenschnipseln dann vielleicht. Das werde ich dann vielleicht in einem Clip machen. Denn das war jetzt wirklich nicht lang. Okay, weil dann fangen wir das nächste Mal mit Sora wieder an in der nächsten Welt. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und ja, dann geht es das nächste Mal weiter mit Sora in der nächsten Welt. Das dürfte dann die Welt vom Glöckner von Notre Dame sein. Genau, von Quasimodo. Also dann macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.